Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind das letzte Mal hier in diesem Gebiet stehen geblieben und haben ja ein paar schwere Gegner eigentlich erledigt. Jetzt müssen wir mal schauen. Mit dieser Frau hier reden. All things, this is what surprised me. Okay. Oh, ein Skillpunkt. Sehr schön. Was wollten wir hier skillen? Das ja nicht. Ignite Change. Irgendwo wollte ich doch hin. Ja, einfach Ignite Chance. Wir haben leider nicht so viel zu skillen dort. Aber hier bei Source möchte ich doch endlich. Insight ist eigentlich schlecht, aber ja, müssen das nehmen und das geht ja eigentlich, ja. Crit brauchen wir nicht. Wir spielen ohne Crit momentan. Vielleicht später dann. Aber so schnell nicht. Helfregen, ja komm. Nehmen wir einfach mit. Das sind Amulette, die nehme ich gerne mit, immer zum Verkaufen. Ja, ich habe noch eine Rüstung gekauft mit Crushing Blow. Das heißt also, dass Projektile ein bisschen abprallen. Ah, Glancing Blow, genau. Glancing Blow. Ja, das ist schwer. Glancing, also Abprallschutz, irgendwie so das. Könnte auch irgendwas anderes sein. Oh Gott, ist das stark. Scheiße. Guten Tag, liebe Skelette. Wollen Sie ein bisschen gebraten werden? Wollen Sie einen Glimmstängel und einen Pfannkuchen? Hier haben Sie noch ein schwarzes Loch. Guten Tag. Schon sind Sie weg. Diese blöden Spielchen. Wir rennen jetzt einfach durch. Ich will natürlich schon ein bisschen Content zeigen. Weil es mir auch so gut geht momentan. Sehr viel Sport gemacht und jetzt bin ich wieder aus. Also wirklich. Aufgepowert sozusagen schon. Also gar nicht müde, sondern topfit. Das trotz hartem Sport. Das zeigt schon, dass ich wirklich fit bin momentan. Und deshalb auch mehr Motivation habe, Parts aufzunehmen, wenn ich auch Zeit finde. Es ist natürlich schon schwer, wenn man neben dem Sport natürlich noch Let's Playen und Livestreams machen muss. Aber es sind schöne Nebenhobbys, also beides. Aber jetzt habe ich mal eine Grafikkarte gekauft. Jetzt muss ich noch ein paar Tage warten, bis die Grafikkarte kommt. Und dann brauche ich ja noch einen zweiten Bildschirm. Dann kann ich wieder livestreamen. Dann werde ich sicher auch Last Epoch oft livestreamen. Ah, hier unten geht es wahrscheinlich weiter. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, das sieht so cool aus. Bisschen buggy, aber. Minion Dodge Rating. Okay. Das ist spannend. Da ein bisschen etwas machen können. Das ist so praktisch, dieses schwarzes Loch. Schwarzes Loch. Ich habe bei einem Channel Chigis Kosmos über schwarze Löcher ist geredet in einer Premiere von einem neuen Videos. Und dort habe ich gesagt, die schwarzen Löcher sind sicher weiße Löcher mit Sahne dran. Weil, ja, alle reden so über schwarze Löcher, sie könnten uns auslöschen und so weiter. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Da ist im Spiel das Auslöschen von Gegnern natürlich schon viel mehr Ding. Wahrscheinlicher. Und die hat, das macht ja kaum Schaden. Länger? Ja, wieso nicht? Ich will nämlich jetzt hier. Naja, pulsen nicht. Das ist ja so Reichweite, das braucht man eigentlich gar nicht. Wir müssen wirklich schauen, was effizient ist und was nicht. Es ist natürlich schon klar, dass. Also länger wichtiger ist als Größe. Es spielt mega smooth. Ich habe jetzt gerade gar keinen Stress. Es ist wirklich schön leicht momentan.
fast schon zu leicht. Und deshalb, ja. Ja, ich merke immer wieder die roten Punkte, aber die sind wegen dem Helm, glaube ich, oder wegen. Ja. Wenn du einen Gegner tötest, bekommst du Feuerskill-Schaden. Also mit einem Feuerskill tötest, bekommst du 4 Feuerschaden über den nächsten 2 Sekunden. Und das ist so schwach, dass du eigentlich Feierabend machen kannst. Nicht auf das schauen musst. Sondern einfach nur, ja, warten kannst. Und spammen kannst. Ja. So. Momentan läuft es einfach ein bisschen besser auf YouTube. Die Leute kommen so ein bisschen wieder und die Abos steigen wieder ein bisschen. Das ist toll. Aber eben, es ist natürlich als Let's Player zu schwer, um jetzt wirklich hart dran zu arbeiten. Auch die Base-Crit-Chance hoch, genau. Und noch ein paar mehr besiegen. Ja, jetzt war ich heute noch beim Fußballclub und habe gefragt, ob ich mitmachen kann, aber die machen erst ab dem Herz. Ich weiß nicht, was die machen, Feierabend, allem Fußball, sonst irgendwas. Aber nicht professionellen Sport. Und deshalb, ja, wollte ich auch nicht unbedingt in einem supporteten Fußballclub spielen. Also, wenn die sich nicht melden, dann muss ich natürlich auch nicht mitmachen. Kann ich ja nicht mitmachen, oder? Und deshalb, ja, bin ich jetzt wieder ein bisschen aktiver im Let's Playen. Bis dann. Ah, ich habe Teleport nicht mehr. Aber das ist sowas von lame, dieses Teleport. Das müssen sie unbedingt ein bisschen besser machen. Es geht ja nicht um PvP. Das ist ein bisschen doof, dass man die Laufwege nicht ein bisschen schneller überwinden kann. Überbrücken kann. Ja, ich gehe mal kurz runter hier. Aber hier ist scheinbar nichts. Ach, schade. Warte doch, vielleicht geht's hier durch. Wir sind direkt eigentlich am Weiterkommen. Ah, das ist so smooth. Also ich habe ja letzten Part schon gesagt, dass Feuerball einfach viel zu stark ist noch. Der wurde so oft genervt, aber ist immer noch viel zu stark. Und hier haben wir gesagt, noch mehr Brandschaden, dann gehen wir nach oben. Ich weiß nicht genau, was ich dort machen soll, aber ja, Retaliation Damage halt, also dass die Gegner sozusagen etwas abbekommen. Das Böse, das Feuer. Ja, es ist wirklich richtig, also wir sind richtig gelaufen. Sehr schön. Okay, schwarzes Loch verstärken. Darf ich nochmal kurz schauen? Ah, Kultschaden haben wir gesagt, machen wir. Ja, ist nicht so stark scattered. Also so random Sachen habe ich einfach nicht so gerne. Oh, wieso ist jetzt die Performance gerade ein bisschen schlecht? Liegt wahrscheinlich an diesem Dungeon. Kann es nicht verstehen, wieso es mein PC sein soll, vor allem mit der neuen Grafikkarte dann. Müsste eigentlich alles top laufen, aber die Engine macht halt Probleme, weil es die Unity Engine, glaube ich, ist. Die sowieso einen, ja, schlechtere Performance hat als andere. Oh Mann, ich liebe das. Das liebe ich einfach. Es ist so geil. Ja, ja. Schön, schön, schön. Jetzt sind wir hoffentlich beim Boss dann. Ja, okay, wenn es hier weitergehen würde. Es ist so mega random. Ich hab's nicht so gern, wenn es so. Wenn man nicht weiß, wo man hinlaufen muss, die ganze Zeit immer in den Sack gegossen gerät. Ein bisschen doof gemacht hier in diesem Dungeon vor allem. Aber okay, es ist eigentlich so ziemlich lange der Endgame-Dungeon gewesen. Wie der tanzt. So süß.
Ja, ich lasse die Gegner tanzen. Ja, die Skorpione sind einfach ein bisschen zu zäh. Wieso ist der so langsam? Ist das Kaltschaden gewesen? Sah so aus, als würden die eingefroren sein. Es ist einfach slow wahrscheinlich. Also es sieht aus wie Cold Damage, aber es ist einfach slow. Jetzt können die wieder tanzen. Die Sahne vom schwarzen Loch genießen. I cannot do that. I cannot do that. Ja. Mein Dimmelmann ist dort links schon gewesen. Wie ihr seht auf der Minimap links. Und mein Dimmelmann ist schon dort gewesen, aber der wurde irgendwie aufge. Oder waren wir da wirklich schon? Lol, wir haben einen Umweg gemacht, scheinbar. Ja, macht nichts. Dafür haben wir ein paar mehr Gegner erledigt. Okay, aber bei manchen Orten ist es schon aufgedeckt, auf einigen Stellen. Das ist also noch ein bisschen buggy. Oh. Jo, jetzt gehen wir einfach dem Pfeil nach. Okay, hier. Hier ist ein gutes Plätzchen. Fuß, Fuß, Mensch. Ah, nicht so lecken. Wir müssen aus diesem Dungeon, deshalb machen wir ein bisschen vorwärts. Das leckt mir ein bisschen zu viel. So. Okay. Dann mal rein. Titans Canyon. Interessant. Wir müssen nachher aber auch noch ein paar Mal diese Rifts machen, wie die heißen, weiß ich nicht genau mehr. Dungeons halt. Damit wir ein bisschen bessere Items haben für das erweiterte, also das neuere Gebiet. Nicht das neueste. Aber das Gebiet mit dem ja, August, September Content. Also das oben rechts hier. Ja, gut. Müssen wir das nehmen. Lunge da, cool da, ne. Nervt ein bisschen. Hey, geh mal. Ich hab dich nicht gedrückt. Geh weg. Da unten hat es eine Kiste, die nehmen wir kurz. Und hier ist ein Dungeon, der irgendwie optional ist und ganz groß ist. Aber ich weiß es nicht genau. Ja. Wo ist die Truhe hier hin? So, Schutzschild. Ja, nach rechts nehme ich das mal zuerst. Also ja, wir haben nicht so viele Punkte mehr übrig. Bis 20 Punkte geht's. Oh. Oh. Ja, aber die Harvester, die unterstützen uns, glaube ich. Also, es ist halt Melee, also es ist. Ich werde einfach mal testen. Es ist On-Kill. Schade, es ist nichts für unsere Charakterklasse. Aber ich habe gedacht, so ein Minion nebenbei wäre natürlich schon interessant. Finde ich sehr gute Sachen. Lass mal kurz schauen. Ja, noch genug Zeit für den Boss. Schön, schön. Weil YouTube macht nach 30 Minuten Video alles viel länger. Also ab 30 Minuten steigt die Video-Hochlade Ding einfach Dauer extrem in die Höhe. Und deshalb mache ich am liebsten so ungefähr fast 30 Minuten. Damit es natürlich noch ein bisschen ja, auch noch lohnt, oder? Auch wenn meine Videos natürlich nicht viel geschaut werden, ist es leider so, dass es halt einfach für mich besser geht, wenn ich so 30 Minuten mache, als irgendwie 20 oder 15 Minuten.
Genau. Ja, eventuell muss ich den Cooldown von Schwarzem Loch stark reduzieren irgendwie. Ich weiß aber nicht wie und ich stunne eigentlich ganz gut. Dass ich da irgendwie noch ein bisschen etwas auf Stun mache, weil sich schon extrem lohnt. Ja, und ich wollte ja noch einen Eismage machen. Ich habe genug zu tun, also. Ich denke so, ja. Einen Charakter habe ich schon gemacht. Der Magier Necromancer habe ich schon gemacht. Der ist schon fast Level 30, glaube ich, oder so. Und, ja, den zeige ich dann einfach, wenn er so weit ist, dass er wirklich cool reinhaut und so. Also er haut jetzt schon mächtig rein. Aber, ja, ich will ihn noch nicht so zeigen, weil er noch nicht so richtig fertig ist. Die Items sind einfach noch zu schwach bei ihm. Und deshalb, ja, zeige ich dann einfach so ungefähr beim neuen Kampagnen-Ding. Also eventuell mache ich das mit dem dann. Aber er wird wahrscheinlich auf den Deckel bekommen, deshalb eher nicht. Erst nachher. Also, hier haben wir den Boss. Was ist es? Eine Kröte. Ja, ein Wurm. Wir friesen dich. Aber wieso ist es jetzt ein Wurm? Es war doch irgendwie so ein Void-Monster. Wieso ist es ein Wurm geworden? Ich weiß es nicht. Es ist einfach gerne ein Wurm. Naja. Ich habe keine Angst vor deinem kleinen Scheißwurm. Wer immer du bist. Ich bin einfach zu mächtig. Das sind Rampis. Du bist ein... Ich erkenne gar nicht das Pokémon. Das ist ein fetter Wurm. Okay, ein bisschen Balancing-Probleme und Anzeige-Box. Ja, okay. Aber das ist nicht schlimm. Dodge-Rutting, okay. Nee. Schade, nicht mehr. Wie geht's? Muss das sein? Wieso müssen in Spielen immer so hässliche Sachen so? Ich mag das einfach nicht, wenn so hässliche Sachen drin sind. Wir sind hier nicht in einem Horrorspiel. Deshalb spiele ich keine Horrorspiele, weil es so hässliche Sachen drin sind. So Maden. Guten Tag. Schon fertig. Also die ja, vor Beta Store ist eigentlich jetzt vorüber. Oder war das Beta Store? Ich weiß es nicht. Aber jetzt ist eigentlich. Ah, da ist jemand. Also, wir sind fertig. Die Power, wir können es bepowern. Und jetzt ist Desert. The Desert Base Station. Nochmal ein paar 7 Punkte, sehr schön. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt nehmen soll, Wade. Ich muss eigentlich Wade nehmen. Ja, ich nehme das natürlich auch mit. So, aber hier machen wir erstmal nicht weiter. Das ist eben dieses Gebiet. Okay, unten rechts ist es, unten oben rechts, aber oben rechts ist dann das Ende. Dieses Gebiet machen wir später. Wir gehen jetzt zu diesem Arena, also nicht die Arena, sondern das andere machen, das andere mal ein paar Mal. Ja, das machen wir dann im nächsten Part ein paar Mal. Ja, jetzt noch 10 Minuten einfach so weit es geht. Ich muss mal ein paar Items auf die Mulis tun. Wieder. Ja. Ich brauche keinen Spellkrit. Also, was nehmen wir? Entweder die Serpentine Desert oder der Lagonian Port. Und ich bin eher für
Ja, den rechts, dessen defensivere Gegner ist jetzt nicht so schlimm. Hoffentlich. Aber wir sind ja so stark und wir haben schwarze Loch. Oder das weiße Loch. Oh, nee, das Gebiet mag ich nicht wegen dem Weltmonster. Aber gut, da müssen wir durch. Schwarze Loch. Genau. Noch der Cold Damage. Ja, auch wenn es nicht so viel bringt. Aber es hat eine neue Farbe bekommen. Schön blau. Ist besser als dieses. Was war es vorher? Rosa, Türkis. Also wir rennen nur durch. Wir werden eigentlich nichts farmen. Noch nicht farmen. Weil es lohnt sich einfach noch nicht. Die Drop-Chance ist noch zu gering. Und scheinbar sind die Gegner doch nicht so stark, wie ich dachte. Also so zäh. Deshalb ist es eine gute Idee, auf Zähigkeit zu gehen. Ein Katana! Gibt es Katanas im Spiel? Cool. Wow. Was müssen wir töten? Slay, Wangarai, Red Light Leader. Okay. So. Ist der Gegner. Ganz viele Gegner auf einem Fleck, soll ich. Gehe unten durch natürlich und ein Level Up gleich. Ah oh, ja. Ne, nicht so viel Gift. Also ganz wenig Gift schon. Oh, hier, hier. Was ist das? Ein bisschen zu zäh, zu schnell. Hi, aber er macht ganz wenig Schaden. Er macht nicht viel Schaden. Ach man, sie noch einen Heiltrank saufen wegen dir. Geh weg. Wir brauchen Bart. Wir brauchen noch einen Punkt hier und hier brauchen wir noch Blitzschaden einen, dann haben wir das Tendrils. So, da oben ist nichts mehr auf diesem Gold. Ja, zum nächsten Gebiet. Oder was ist jetzt hier? Echo Verwalt. Ah, das ist das Nebengebiet, genau. Stimmt. Hier eine Truhe mit nichts drin, außer Plunder. Ja. Also, hier könnten wir nochmals forschen. Wollen wir irgendwas forgen? Ich möchte schon Support-Item. Ah, die Übersicht ist nicht mehr so gut. Das hier. Und dann Spell Damage. Ja. Ja, aber ich will es nicht so fest riskieren. Es ist jetzt einfach viel Spell Damage drauf, aber andere Sachen kann ich jetzt leider noch nicht so fest drauf tun. Aber stärker sind wir trotzdem. Also, wir können jetzt nicht weitermachen. Es sind auch nicht gerade so gute Sachen. Deshalb, ja, machen wir das im nächsten Part weiter. Bis dann. Euer Drago Basler. Tschüss.